Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr seht hinter mir zwei MG-Fahrzeuge. Um den MG4, geht es in einem anderen Video, das ich euch gerne oben verlinke. Und das ist heute mein Testfahrzeug. Und zwar der MG5, der erste Kombi, elektrische Kombi, sagt man, in Europa oder auf der Welt. Irgendwas ist daran einzigartig. Ja, und wir werden es heute zusammen rausbekommen. Diesen MG5 gibt es in 4 Ausführungen zwischen 32.000 und 36.400. Da seht ihr schon, wir befinden uns nicht nur in einem Segment von Kombi, das es vorher nicht gab, sondern auch noch in einem wahnsinnig interessanten Preissegment. Und darauf bin ich wirklich gespannt, was dieses Auto natürlich an Fahrkomfort, aber vor allem natürlich auch an Raumangebot bieten kann. Ich habe heute die Version mit der Standardbatterie, also der Standardreichweite, aber der Luxury-Ausstattung. Das ist wahrscheinlich ungefähr genau das Gegenteil von dem, was dieser Dad sich kaufen würde. Dieser Dad würde sich wahrscheinlich die große Reichweite kaufen und die einfache Ausstattung. Aber mal schauen. Die kleine Batterie, die hier drin ist, hat 50,3 Kilowattstunden Kapazität. Die große, die es gäbe, hätte 61 Kilowattstunden. Und damit kommen die auf eine Reichweite, die von den Felgen abhängt. Deswegen muss ich ablesen. Die kleine Batterie mit 16 Zoll Felgen auf 320 und 17 Zoll Felgen auf 310 Kilometern. Die große Batterie auf 400 mit 16 Zoll Felgen und 380 mit 17 Zoll Felgen. Also auch hier seht ihr kein Reichweitenwunder. Für alles Weitere, denke ich, sollten wir mal einsteigen und eine Runde fahren. Bevor ich losfahre, stelle ich euch noch kurz meinen Sponsor vor. To be fair sind die nachhaltigen Produkte von Shop for Tesla. Und ich habe von denen zum Beispiel dieses wunderbare Fußmattenset, das ich wirklich auch jetzt gerade bei diesem Wetter sehr zu schätzen weiß. To be fair ist aus teilweise recycelten Materialien hergestellt und da gibt es viele Produkte. Schaut euch das mal an. Und weil wir so gut zusammenarbeiten, haben wir auch einen Rabattcode. Ihr bekommt 10% mit dieser Dad. Okay, ich teile gleich mal meine Eindrücke hier direkt nach den ersten paar Metern. Ich muss sagen, ich kam gerade aus dem MG4, den ich auch getestet habe. Das Video habe ich oben verlinkt. Und das heißt, mein erster Eindruck war erstmal, wow, okay, das ist deutlich hochwertiger, fühlt sich besser an. Das Lenkrad ist schön griffig, Noppen und auch die Materialien, die hier so sind. Da müssen jetzt die Design-Freaks unter euch sagen, ob das gut zusammenpasst. Man merkt auf jeden Fall, dass hier deutlich hochwertigere Komponenten drin sind. Wir haben hier ein großes Display, auf dem ich die Fahrassistenzsysteme sehe, ob ich gerade rekuperiere oder verbrauche und wie schnell ich fahre. Der Spurhalteassistent macht sich schon wieder bemerkbar. Nicht ganz so schrecklich nervig wie beim MG4, aber immer noch ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Dann habe ich hier unten einen KERS-beschrifteten Knopf gefunden. Da kann man die Rekuperation einstellen. Wobei mir ehrlich gesagt der Unterschied nicht wahnsinnig klar geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich da was falsch mache. Und daneben gibt es den Mode. Ich fahre normalerweise Sportmodus, vor allem wenn ich jetzt gleich einen Beschleunigungstest mache. Gut, den Rest entdecke ich mal während der Fahrt und probiere erstmal ein bisschen aus. 3, 2, 1 und geh. Ah, das mag er lieber. 7, 8, 9, 100. Okay. Ja, bisschen teigig fühlt sich's an, aber soweit okay. Schauen wir uns das Auto mal von innen genauer an. Wir haben hier in der Mitte wieder den Bildschirm, auf dem Navigation, Radio und Batterieanzeige zu sehen sind. Wie auch schon beim MG4 können wir hier auch Vehicle to Load wählen. Also wir können auch entladen aus der Batterie, zum Beispiel beim Camping oder zu Hause. Das wäre mal für ein Blackout sozusagen die 50 Kilowattstunden Batterie, die man noch übrig hat, um dann noch zu überleben. Ich habe hier 2 Hebel auf der linken Seite für die Fahrassistenzsysteme, der Blinker ganz normal und auf der rechten Seite den Scheibenwischer. Dann habe ich da unten einen Start-Stopp-Knopf. Daran sieht man, dass der MG5 auch ursprünglich mal eine Verbrennervariation oder eine Hybridvariation gibt davon. MG4 hat das nicht mehr. Das Lenkrad soweit gut, griffig, sportlich. Und auch hier haben wir Knöpfe, um im Display Dinge einzustellen. Den Energiefluss kann man hier sehen, den Reifendruck kann ich auswählen mit der Runtertaste, Informationen über die Elektrik abrufen, das ist schon ziemlich komfortabel und ziemlich viel. Den Ladezustand sehen,
Und auf der aktuellen Fahrt sehe ich, dass ich 20 Kilowattstunden im Durchschnitt verbraucht habe auf 100 Kilometer. Offiziell sind es 18 WLTP, das heißt, ich bin jetzt ja auch nicht gerade sanft gefahren und wir haben nicht wahnsinnig warm. Also kommt das schon hin. Das ist ein ganz guter Verbrauchswert, finde ich. Was ich eigentlich gerne gehabt hätte, wäre, dass die Geschwindigkeitsanzeige größer ist und nicht im linkesten Eck. Vielleicht ist das für mich als Tesla-Fahrer ein bisschen ungewöhnlich, weil ich sonst immer nach rechts gucken muss. Und hier muss ich jetzt ganz nach links gucken. Und das habe ich nicht rausgefunden, dass ich das hier verändern könnte. In der Mittelkonsole haben wir noch unter diesen Wahlhebeln für die Fahrmodi den Drehknopf, mit dem wir den Gang wählen sozusagen. Darunter dann die Feststellbremse und die automatische Feststellbremse. Dann haben wir hier noch zwei sehr wichtige Getränkehalter. Und dann haben wir hier die hochklappbare Armlehne, in der sich eigentlich einfach nur noch Platz für Kram befindet. Und dann haben wir hier unten noch weiteren Platz für Dinge und zwei USB-Anschlüsse und einen 12-Volt-Anschluss hier vorne. Wie gesagt, alles in einer ansprechenden, schönen Optik. Bei denen denke ich immer, die müssten eigentlich höhenverstellbar sein. Ich habe immer das Gefühl, sie sind ein bisschen tief für mich, aber vielleicht bin ich das einfach nur nicht gewohnt. So, jetzt setze ich mich mal hinten rein und schaue, wie es dort aussieht. Ja, hier hinten hat man auf jeden Fall ordentlich Platz. Also so viel von den Knien bis zum Sitz. Auch hier zieht sich das durch mit der Wertigkeit. Wirkt gut. Für den Kopf ist ausreichend Platz. Ich denke mal, der Oscar würde wahrscheinlich anstoßen. Aber der hätte auch noch Platz, hier weiter vorzurücken. Also ich bin 1,79 und für mich haut es gut hin. Hier gibt es eine herausziehbare Armlehne mit Getränkehaltern. Und ansonsten ist das sauber und aufgeräumt, sage ich jetzt mal. Es gibt hier keinen USB-Anschluss. Doch, da unten habe ich übersehen. Bei der Gelegenheit eine Sache. Ich bin jetzt tatsächlich 2 Stunden mit dem Auto unterwegs und habe geschwitzt wie ein Schwein. Und ich habe nicht rausgefunden, wo ich die Temperatur von der Klimaanlage einstellen kann. Klar, sowas liest man dann normalerweise nach. Aber ich bin ja so einer, der eigentlich gerne so ausprobiert und auch die wichtigen Funktionen von alleine findet. Ich habe nicht die Funktion gefunden, wie ich die Temperatur der Klimaanlage einstellen kann. Ansonsten ist hier hinten Platz für, zwei erwachsene Menschen. Und das ist gut. Das ist so ein bisschen Kombi-like. Nicht üppig, übermäßig, aber ordentlich. Jetzt schauen wir mal, wie der Kofferraum aussieht, weil das ist ja eigentlich das Ding für den Kombi. Da bin ich jetzt gespannt, wie das in der Summe sich dann darstellt. Okay, breit scheint er mir zu sein. Ich gucke mal gerade. Gut, es sind 80 cm in der Breite vorne und innen. Innen dürften es etwa 90 cm sein. Ohne umgeklappte Rückbank haben wir eine Tiefe von 75 cm Tiefe. Dann gibt es hier noch ein schönes Fächlein. Da befindet sich ein Ladekabel drin, ein Notset zum Aufpumpen und ein Warndreieck ist an der Seite noch. Und die Westen und der Verbandskasten, alles hier hinten drin verstaut. So, wir können asymmetrisch umklappen. Jetzt seht ihr schon, so riesig kann er nicht sein, weil die Rückenlehne stößt vorne auf den Vordersitzen auf. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn ich das jetzt mal mit meinen 22 cm Händen messe. 7. Ich will mal sagen, das sind gute 1,50 Meter in der Tiefe. Jetzt muss ich sagen, mein Model 3 ist ja kein Kombi, aber der hat ungefähr 1,80 Meter in der Tiefe. Und wir haben hier keine gerade Fläche. Die Sitze klappen zwar um, aber sie geben keine ebene Fläche. Da werden wir im Fazit, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen. Okay, dann fahren wir mal auf die Autobahn und schauen mal, ob wir da eine Höchstgeschwindigkeit erwischen. Der Spurassistent nervt immer noch ein bisschen. Er gibt mir keine wirkliche Stütze. Nervt er eigentlich, als dass er nützt. Tja, nee, heute kann man hier nicht mehr schneller als 120 fahren. So, jetzt habe ich doch noch mal eine kleine Strecke erwischt, wo man durfte. Da ging es jetzt zwar bergab, aber das war mir egal. Also die 185 habe ich jetzt nicht erwischt. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass man jetzt auch nicht unbedingt so schnell fahren will. Ich finde, es wird sehr laut, Windgeräusche. Es wurde irgendwie laut und einigermaßen schwammig zu lenken. Also ich habe mich jetzt nicht mehr so wohl gefühlt, deswegen habe ich dann auch abgebrochen, bevor ich bei 185 war, abgesehen davon, dass ja auch noch andere Leute auf der Autobahn fahren und das ja keinen Zweck macht, wenn man die dann belästigt. So, und damit bin ich auch schon am Ende von meinem kleinen Quick-Test. Vielleicht eine Sache noch, wenn wir schon hier vorne stehen. Das Laden geschieht hier vorne. Und das Besondere ist,
dass dieses Auto auch Vehicle to Load hat. Das heißt, man kann hier einen Adapter kaufen, der 500 Euro ungefähr kostet. Und mit diesem Adapter kann man dann auch den Strom aus der Batterie zum Beispiel im Haushalt oder beim Campen benutzen. Das ist sicherlich ein besonderes Merkmal. Die Ladeleistung an diesem Anschluss beträgt 11 Kilowatt mit dem Wechselstrom. Und zum Gleichstromladen steht nur, dass man von 0 auf 80% in 40 Minuten laden kann. Ansonsten ein Auto, das mir optisch sehr gut gefällt. Ich würde mal sagen Kombi. Also wenn, dann ist es ein kleinerer Kombi. Das geht so in die Richtung Skoda Octavia Kombi. Jedenfalls nicht Superb, auch nicht Passat. Ihr habt gesehen, was in den Kofferraum reinpasst und auch die Schwächen beim Umklappen. Ansonsten ein Auto mit einer mittleren Reichweite, einer mittelgroßen Kapazität, einem guten Verbrauch, einem ordentlichen Platzangebot, das mir optisch gut gefällt, seinen Dienst tut und schön fährt, ausreichend beschleunigen kann, eine gute, hohe Geschwindigkeit hat, wenn man sie überhaupt braucht. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Thema China. Ja, das ist ein chinesisches Auto. Mit dem Begriff MG verbinden viele noch den alten Roadster, aber das ist eine nostalgische Vorstellung. Die Marke ist schon längst verkauft worden. Man hat noch das Emblem und den Markennamen erhalten, aber unter der Bezeichnung MG werden inzwischen ganz andere Autos verkauft. Im Moment gibt es ja gerade so die Diskussion, Abkopplung von China. Das wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Man merkt auch, in diesem Auto steckt vieles drin, was einem von Volkswagen her bekannt vorkommt. Die Frage ist also, ob hier so viel mehr China drin steckt als in anderen Autos auch. Like dieses Video, kommentiert unten, was ihr vom ersten Elektrokombi der Welt haltet und abonniert meinen Kanal. Immer noch sind nur 15% meiner Zuschauer Abonnenten. Das wäre für mich ganz toll, wenn ihr euch anmeldet und diesen Kanal abonniert. Dann seid ihr auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.